Kurze Frage an euch. Was ist eurer Meinung nach das Tollste an einer Schwangerschaft? Na klar, die Geschenke, die man bekommt, wenn das Baby endlich da ist. Und so durfte sich auch der ehemalige Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Star Silla Shahin nun über eine ganz besondere Überraschung freuen. Sie wurde am 19. Juli Mutter eines kleinen Jungen und öffnete in ihrer Instagram-Story jetzt, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Profifußballer Samuel Radlinger, ein riesiges Paket. Da bekommen. Ein Paket von der lieben Motzi. Dankeschön. Wir sind voll gespannt. Was sich wohl in dem Überraschungspäckchen der sympathischen Let's Dance-Jurorin Motzi Mabuse versteckt. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Motzi. Das ist so süß. Oh, wie schön. Dankeschön. Tante Motzi hat dem kleinen Geschenk geschickt. Ach, wie süß! Jede Menge Babyzubehör und ein riesiger, kuscheliger Bär. Toll, wenn man Freunde wie die ebenfalls bald Mama Motzi hat. Sie und Silla stehen seit ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow Let's Dance im Jahr 2013 in engem Kontakt. Damals schaffte es die Deutschtürkin, die lange als Favoritin galt, mit ihrem Tanzpartner Christian Polans auf Platz 2. Wir sind uns sicher, eine Baby-Geschenke-Revanche gibt es sicherlich schon bald, wenn auch Motzi Mabuse ihre Tochter zur Welt bringt. Und das sollte auch nicht mehr allzu lange dauern.